Ja, das wollte ich schon immer mal machen. Vielen Dank. Ich bin Tim. Das sind sogenannte iBeacons. Das Smartphone hat gerade erkannt, als ich da hinten die Tür reingekommen bin, dass ein iBeacon hier vorne auf der Bühne hängt. Und hat daraufhin automatisiert die Musik abgespielt. Ich wollte Ihnen demonstrieren, was diese iBeacons können. Diese iBeacons sind schon sehr verbreitet. Im stationären Einzelhandel werden die schon überall eingesetzt. Wir haben uns jetzt aber was anderes überlegt. Bei uns hängen diese iBeacons eben nicht an der Wand, sondern an Objekten. Jetzt könnten wir das Smartphone nehmen und dieses an die Wand hängen, um eben diese Objekte, um die iBeacons zu tracken. Ist aber sehr umständlich, Smartphone ist uns zu teuer, deswegen haben wir Fimolo entwickelt. Fimolo, das ist dieser prototypische Kasten zurzeit, den hängen wir an die Wand. Und der kann Objekte tracken. Der weiß, ob das Fahrrad im Raum ist oder eben nicht. That's it. Das ist die ganze Idee. Jetzt stellt sich die Frage, wer braucht sowas? Naheliegend ist natürlich Verleihsysteme. Zum Beispiel Fahrradverleiher mit mehreren Stationen. Er weiß genau, an welcher Station welches Fahrrad zurzeit ist oder ob das Fahrrad ausgeliehen ist. Zweites Beispiel: Museen. Die Exponate mit iBeacons ausgestattet können selber Alarm schlagen, ob sie einen Raum unerlaubterweise verlassen oder nicht. Drittes Beispiel: in Krankenhäusern, ambulante Notaufnahme. Total interessant, Ärzte, Fachärzte können alarmiert werden, automatisch durch Fimolo kann der zuständige Facharzt identifiziert werden und zu dem Notfall geleitet werden. Weiteres Beispiel: Parken. Ich muss nicht mehr zu so einem nervigen Parkautomaten gehen, um mir ein Ticket zu ziehen, sondern ich bekomme automatisch ein Ticket, wenn ich eben mein iBeacon im Auto installiert habe. Ein weiteres Beispiel: Handwerker, wenn sie die Baustelle verlassen, kriegen sie automatisch eine Nachricht, ob sie alle Geräte, die sie am Morgen auch im Auto hatten, am Abend auch wieder im Auto hatten, wenn sie eben Fimolo im Auto installiert haben, damit sie eben nie wieder etwas auf der Baustelle vergessen. Fimolo? Das bin nicht nur ich, sondern das sind wir alle. Wir entwickeln Fimolo und aktuell sind wir dabei, weitere Investoren zu finden und Kooperationspartner aus der Industrie, um unsere Markteintrittsstrategie weiter zu verfolgen, damit Sie alle ab Ende 2017 sich Fimolo in Ihren eigenen Wänden installieren können, damit Sie nie wieder etwas suchen müssen. Vielen Dank.